Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir befinden uns immer noch im Bunker der stählernen Bruderschaft in Hidden Valley und wir werden jetzt mal in das Hauptgebäude des Obersten quasi gehen. Jetzt warte mal ganz kurz. So, ganz kurz noch hier mein Dingens festmachen, mein Kopfhörer. So, den muss ich noch ganz kurz eben schnell festmachen und jetzt betreten wir den Bunker des Obersten quasi, das Büro sozusagen. Das sieht ja schon relativ eindrucksvoll aus. Der Gelehrte der stählernen Bruderschaft. Hallo. Doc Schiola ist ein Lebensretter. Ich wurde letztens im Training verletzt und sie hat mich bestens versorgt. Ja, das glaube ich. Ist eine nette Dame, die Doc Schiola. Die macht das schon. Die macht das gut. So, Terminal, da können wir dran gehen. Gelehrter Ibsen. Schauen Sie, das ist Ach, was soll's. Wir machen ohnehin kaum Fortschritte. Ich bin Ibsen und ich hoffe, Ihr Tag wird besser als der meine. Stimmt irgendwas nicht? Ja, ich bin dafür verantwortlich, dass das Datensystem läuft, aber der Zugriff gestaltet sich derzeit ein wenig kompliziert. Warum das denn? Eine unserer Erkundungspatrouillen, als wir noch welche hatten, hat eine Datendisk in einer Ödlandruine gefunden. Irgendwann wollten wir das Ding katalogisieren und wurden direkt nach dem Laden aus dem Datenspeicher gesperrt. Das verdammte Teil hatte einen Virus. Warum gibt es keine Patrouille mehr? Oh, es gibt Patrouillen, nur nicht zur Erkundung. Wir befinden uns seit, einer ganzen Weile in einer Abriegelung. Jetzt kommt man nur noch als Wachdienst an die Oberfläche oder um Vorräte zu sammeln. Ansonsten gibt es nur noch Stahlwände und Kunstlicht. Das ist echt schrecklich. Nee, hier gibt es mehr als ein paar Leute, die langsam Lagerkoller bekommen. Und welche Informationen befinden sich im Datenspeicher? Oh, alles Mögliche. Informationen über Grundriss und Systeme des Bunkers waren bereits vorhanden, aber wir haben auch eigene Daten hinzugefügt. Vor der Abriegelung haben wir die Umgebung umfassend erkundet und Dossiers über interessante Orte in der Nähe erstellt. Und nochmal wegen des Viruses. Ja? Hatten Sie einen hilfreichen Geistesblitz? Nee, aber kann ich irgendwie helfen? Es kann wohl nicht schaden, wenn sich das nochmal jemand ansieht. Vielleicht fällt Ihnen ja etwas Neues dazu ein. Auch wenn das ganze System infiziert ist, befindet sich der Virus selbst nur auf 3 Terminals. Leider bewegt er sich regelmäßig weiter. Wir haben ihn auf 1 Terminal oder 2 festgenagelt. Und schon sprang er auf andere Terminals über, bevor wir das dritte gefunden hatten. Und was muss ich machen? Das können wir leider nicht machen. Wir haben leider keine Wissenschaft. Was muss ich machen? Sie müssen ihn innerhalb einer Minute auf 3 verschiedenen Terminals in diesem Bereich finden. Sonst springt er weiter und Sie müssen neu anfangen. Es wäre wahrscheinlich fast unmöglich, den Virus zu finden. Aber sein angeberischer kleiner Verfasser hat es uns ein wenig einfacher gemacht. In der Regel zeigen infizierte Terminals nur Müll an. Aber wir entdeckten, dass einige Terminals, auf denen der Virus war, Daten empfangen hatten. Wir konnten diese Daten entschlüsseln und stellten fest, dass es nur Nachrichten des Verfassers waren, die seine Opfer verspotteten. Wenn Sie Terminals mit diesen Nachrichten finden, sperren Sie sie und machen Sie weiter. Finden Sie 3, bevor der Virus springt und wir gewinnen. Boah, ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber wir probieren es einfach mal. Einfach mal checken, vielleicht klappt's ja. Dann viel Glück. Ich gebe den anderen mal eine Pause, damit sie Ihnen nicht im Weg stehen. Oh, und ich sage Ihnen, wann der Virus weiterspringt. Warten Sie auf mein Signal, bevor Sie anfangen, damit Sie die bestmöglichen Chancen haben. Ja, okay, dann probieren wir das einfach mal mit dem Virus. Man hat sie im Auge, also keine dummen Ideen. Hey, die Dame kommt von hier, ja? Jetzt mach die mal nicht blöd an, Kollege. Gib's auf der Fresse, hör mal. Den Bunker muss man sich erstmal gewöhnen, was? So, sollen wir jetzt direkt damit loslegen oder können wir nochmal woanders hingehen? Der Virus ist gerade übergesprungen. Finden Sie heraus, auf welchen Terminals er jetzt ist. Okay, gucken wir mal hier. Isolation prüfen. Partition bestätigt, okay. Huch. Ja, mit einer Waffe kriegen wir den Virus nicht down. Auf Datenspeicher zugreifen. Datenspeicher neu laden. Ich kann mir vorstellen, hier ist der Virus drauf, oder? Auf dem hier. Datenspeicher zugreifen. 10 Sekunden. Ach du Scheiße. Ich hasse Zeitdruck.
Ich glaube, dieses, wo Isoliere Virus draufsteht. Das könnte der Dingens sein, oder? Verdammt, er ist gesprungen. Ich dachte, dieses Mal würde es klappen. Also ich hätte jetzt gedacht, überall da, wo steht Isoliere Virus, das ist das richtige Terminal. Also da, wo quasi die Virus so drauf sind, sozusagen. Hallo! Auch wenn die Patrouillen nicht mehr unterwegs sind, gibt es einige Geräte, die dringend überprüft werden müssen. Ja, ist mir egal. Macht das mal selbst damit eurer Wissenschaft. Ich krieg das nicht geschissen. Alter, was ist das denn hier? Boah, ist das der Erdkern? Taggart, Lehrling Watkins. Ja? Ja? Wozu all diese Computer? Das ist unsere Virtual Reality Trainingshalle. Wir gehen nicht mehr so oft raus, aber so bleiben wir auf Draht. Ja, und Sie haben vorhin nicht mehr gesagt. War die Bruderschaft früher öfter draußen? Ja, viel mehr. Damals, als wir noch an der Helios-Station waren... Mist. Ich bin ziemlich sicher, dass ich darüber nicht mit Außenseitern reden sollte. Also vergessen Sie, dass ich es erwähnt habe, ja? Sollten Sie nicht an einer Schule oder so sein? Der oberste Gelehrte Taggart hat mein ungewöhnliches Talent schnell erkannt, als ich die Pflichttests im VR-Kampf abgelegt habe. Kurz darauf hat er mich dem VR-Spezialistentraining zugeteilt und mich zu seiner Assistentin gemacht. Es fehlt mir, die ganze Zeit mit den anderen Schülern herumhängen zu können. Aber wenigstens entgehe ich so den langweiligen Vorträgen. Erzählen Sie mal ein bisschen was von sich. Tja, wie alle anderen hier bin ich in der Bruderschaft aufgewachsen. Mein Vater war ein Gelehrter und meine Mutter ein Paladin. Sind hier Ihre Eltern irgendwo noch? Sie sind beide bei Helios One gestorben. Die anderen waren vorher schon wie eine Familie zu mir. Aber danach wurden sie meine wahre Familie. Naja, damals als Helios One... Bis später. Was? Von dem Silberblick sieht man kaum mehr was, Watkins. Ich bin damals, Sie nicht wie sonst diese Kapuze tragen, um Ihr Haar zu verstecken, Veronica. Ja, damals als Helios One von der RNK quasi übernommen wurde. Also keine dummen Ideen. Und jetzt sprechen wir mit dem obersten Gelehrten Taggart. Ja, was denn? Hi, wer sind Sie? Ah, Sie sind's. Es ist wohl zu viel verlangt, dass dieser Bürstenkopf Ramus Außenseiter von meiner Forschung fernhält. Ich bin der oberste Gelehrte Taggart. Derzeit habe ich zu viel um die Ohren, um mich mit ihresgleichen abgeben zu können. Was bist du denn für ein Arsch? Ja, was denn? Hör mal stehen. Bis später. Tschö. Sollten wir nicht mit Veronica hierher kommen, um mit dem Typen da zu labern? Wollt ihr mich jetzt alle verarschen, oder was? Mit dem Ältesten. Ach so, mit dem Ältesten, nicht mit dem Obersten. Okay, Moment, das ist ja scheinbar dann doch noch ein Unterschied. Ich glaube, den gibt's hier aber gar nicht, ne? Da vorne ist noch eine Tür, vielleicht lebt da ja der Älteste. Schauen wir mal. Nein, das ist nur eine Unterkunft, okay. Ich glaube, hier war aber noch eine Abbiegung, genau. Vielleicht ist hier ja der Älteste. Tada! Gelehrter. Ritter. Hi. Hi. Gefährte. Oberritter Lorenzo. Hm? Ah, Sie sind also der berühmte Außenseiter. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Lorenzo, Oberritter und Mädchen für alles. Tschüss. Bis später. Wieso können wir denn mit denen nicht mehr quatschen? Ritter? Wo finde ich denn den... An den Bunker muss man sich erstmal gewöhnen, was? Ja. Wo finde ich denn den Ältesten? Alter, auf eine verklemmte Minigun. So nenne ich meinen Pimmel immer. Was? Oh Gott. So, wo finde ich denn den Kerl jetzt? Okay, wir müssen hier wieder zurück. Dann Hidden Valley Bunker L1. Ach, und da hinten rund. Nee, hä? Hä? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen oder was? Ach, da drüben ist, glaube ich, noch eine Tür, wo wir nochmal rein können, ne? Ja, von da sind wir gekommen und da waren wir noch nicht. Aha. Und hier geht's zum Ältesten, alles klar. Hui. Guten Tag, die Herrschaften. Paladin, Paladin. Und da haben wir den Ältesten McNamara. Warum kann ich nicht mit ihm reden? Hallo Veronica, wie läuft deine Mission? Das werden wir gleich wissen. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Veronica, sag mir bitte nicht, dass es um... Doch verdammt nochmal, darum geht es. Aber dieses Mal müssen Sie mich ausreden lassen. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich habe jetzt Dinge gesehen, dass andere Gruppen Erfolg haben. Bah, ganz kleinen Moment. Ich muss die Stimmen wieder ein bisschen lauter stellen, glaube ich. So, damit man das besser hört. Weil die hat auch den Helm auf, da ist es so dumpf. Es ist nicht zu spät für uns. Wir haben das Ende der Welt überstanden.
Wir werden auch diese Emporkömmlinge überstehen. Und in einem Loch darauf warten, dass alle anderen sterben. Wenn es sein muss. Das ist eine Sackgasse für uns. Das sehe ich nicht als erwiesen an. Auch kenne ich dort draußen niemanden, der unsere Probleme lösen könnte. Wie denn auch? Sie haben doch zu viel Angst, Ihre Augen überhaupt zu öffnen. Gehen wir. Das ist Zeitverschwendung. Okay, quatschen wir mal mit Veronica. Achso, können wir nur hier. Okay, gut. Ja, dann ist die Mission schon beendet, oder was? Okay, verlassen wir ich das Ich würde mal? Ihm eine verpassen, aber er war Trauzeuge meiner Eltern. Außerdem hat er sich Entschuldigungen ausgedacht, wenn ich im Unterricht des Obergelehrten Taggart eingepennt bin. Dafür schulde ich ihm was. Er meint es gut. Und was jetzt? Ich gebe nicht auf. Er will Beweise, aber er wird sie nie suchen gehen. Er hat Angst, dass ich recht habe. Er wird nie zuhören, solange ich ihm die Beweise nicht direkt unter die Nase halte. Glauben Sie, dass der Älteste überhaupt zuhört? Er ist ein sturer alter Mann. Aber im Endeffekt geht es ihm doch nur um unser aller Wohl. Wenn er ein eindeutiges Zeichen dafür sieht, dass wir auf dem falschen Weg sind, wird er es nicht ignorieren. Also wollen Sie was genau erreichen? Das ist meine Frage an den Ältesten. All die Jahre hat die Bruderschaft Waffentechnologie gesammelt. Und wofür? Um sie von anderen fernzuhalten? Hat eindeutig nicht geklappt. Um uns zu verteidigen? Die RMK ist uns zahlenmäßig überlegen. Die Legion auch. Wir kämpfen für eine verlorene Sache. Wenn wir überleben wollen, müssen wir eine Rolle in der Gesellschaft finden. Neue Mitglieder anwerben. Ja, das stimmt natürlich. Und wie soll das gehen? Zum Beispiel die Anhänger der Apokalypse. Die verwenden ihr Wissen, um das Leben der Leute zu verbessern. Sie machen sie unabhängig. Dieses Wissen sorgt für Respekt und Dankbarkeit. Für die Verbreitung ihrer Ideale. Es wirbt Talente an. Sie machen sich Freunde, wir nur Feinde. Aber wir wissen so viel mehr als sie. Wenn wir ihre Rolle übernehmen würden, könnten wir es mit jedem aufnehmen und müssten uns nicht mehr verstecken. Ja, das stimmt. Das sind wahre Worte von der guten Veronica. Und wie können wir ihm zeigen, damit er sich... Was können wir ihm zeigen, damit er sich anders überlegt? Keine Ahnung. Wirklich nicht. Wir brauchen was, das beweist, dass die Bruderschaft scheitern wird. Oder, dass ein anderer Weg besser wäre. Das Einzige, was seine Aufmerksamkeit wecken wird, ist Technologie. Vielleicht hatte Vater Elijah die richtige Idee. Vater Elijah? McNamaras Vorgänger hatte eine Nase für die Wiedererlangung verlorener Technologie. Er schickte Gelehrte in die Wüste, um Anhaltspunkten nachzugehen. Ein paar hat er nur mir anvertraut. Ich weiß mindestens noch einen Anhaltspunkt, der meine Sicht der Dinge beweisen würde, falls es ihn noch gibt. Unweit von hier ist ein Kommunikationsterminal, auf dem ich Nachrichten von ihm empfangen habe. Dort könnte ich seine Nachforschungen abfragen. Ja, dann würde ich aber mal sagen, begeben wir uns dorthin. Mit Veronica zum Ältesten der stillen Bruderschaft zurückkehren und Beweise über die falsche Priorität der Bruderschaft vorlegen. Mit Veronica Vater Elijahs Aufzeichnung und Kommunikationsterminal abrufen. Hier ist es nicht mehr wie früher. Cool, dann ist Veronica doch noch mit am Start. Freut mich, dass die junge Dame uns doch noch weiterhin beehrt. Was läuft denn hier? Veronica bringt jemanden von draußen in unser Zuhause und bekommt dann eine Privataudienz beim Ältesten? Sie beide mögen den Ältesten getäuscht haben, aber wir wissen es besser. Veronica hat die Prinzipien des Gründers schon immer zu ihren Gunsten verdreht. Wir sehen nicht tatenlos zu, wie sie unseren Ältesten verdirbt. Und jetzt? Tut mir leid. Ich liebe sie, aber das heißt nicht, dass keine Arschlöcher darunter sind. Aber ohne Scheiß, was haben die denn auf einmal für ein verschissenes Problem gehabt? Da macht man sich Sorgen um die Jungs hier, um die Herrschaften, um die Bruderschaft. Will helfen, ja? Und dann sowas, ey. Unglaublich. Was ist mit den Frames gerade los? Wo wollen die denn gerade hin? Wir machen schon Feierabend, wa? Wie geht's, gelehrte Schüler? Ganz gut. Danke der Nachfrage, Veronica. Ich habe übrigens die Grafik ein bisschen runtergedreht. Also das heißt, eigentlich müsste es hier jetzt von den Frames her auch im draußen im Gebiet auch ein bisschen easier laufen. Ich hoffe jetzt, diese ganzen Skips da, die sind jetzt... Wir hören jetzt der Vergangenheit an. Versprechen kann ich es natürlich nicht, keine Ahnung, aber ich habe alles so ein bisschen runtergeschraubt. Das heißt, es müssten jetzt eigentlich konstant 60 FPS sein. Ich hoffe es zumindest. Und wenn nicht, naja gut, dann müssen wir mal gucken. Aber eigentlich, wie gesagt, so schlecht ist das System von Hightech an dieser Stelle auch nicht. Gucken wir mal, ne? Wow. Was ist denn hier los?
krass. Alter, was für ein Sturm bricht denn hier bitte auf? Ja, von den Frames her sieht das gut aus. Sieht standardgemäß 60 FPS, so muss das sein. Wir begeben uns jetzt zu diesem Terminal. Hidden Valley Bunker. Okay, das ist scheinbar ein zweiter Eingang oder so. Wo ist denn das Terminal eigentlich? Oh, okay, das ist doch schon ein Stückchen weit weg. Das ist beim Helios Wonder hinten. Ah, okay. Alter, dieser Sturm. Mega krass, ist mir noch nie aufgefallen. Gab's das früher auch schon? Hier ist zum Beispiel nix. Naja. Passiert halt, ne? Passiert. So, dann gucken wir jetzt mal, wo dieses Kommunikationszentrum ist. Ich habe immer die Paranoia, dass hinter uns jemand herläuft und uns den Arsch versohlen will. Aber auf die übelste Art und Weise. So übel, wie es noch nie jemand getan hat. So, hier in dem Häuschen ist das Kommunikationszentrum. Na, das ist ja ganz toll. Gibsons Hütte. Hier soll jetzt das Hier dieses Terminal? Krass. Okay, rufen wir mal ab. Admin-Anmeldung. Kennwort eingeben. Was macht Veronica für uns? Forschungsunterlagen herunterladen. Download abgeschlossen. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Okay, prima. Das ist das Teil, das ich meinte. Die Impulswaffe. Vielleicht könnte auch der Entfernungsmesser funktionieren. Und es scheint, als wäre die RNK an einer tollen landwirtschaftlichen Technologie dran. Was ist eine Impulswaffe? Elektromagnetische Waffe aus der Zeit vor dem Großen Krieg. Ein Experiment. Wurde nie serienmäßig produziert. Aber man baute darauf, als Gegenmaßnahme gegen Powerrüstungen, da man befürchtete, dass die Chinesen diese entwickelten. Angeblich gab es in Nellis einen Prototypen. Was das für die Bruderschaft heißen würde? Wir stünden nicht besser da als ein Idiot mit einer Knarre. Was bedeutet landwirtschaftliche Technologie der RNK? Mehr oder weniger. Es soll ein Vegetationsverstärker sein. Die RNK hat ein Wissenschaftsbüro am Flughafen von McCarran. Die haben wohl was entdeckt. Da war wohl jemand nicht wirklich gut darin, Geheimnisse für sich zu behalten. Uns interessierte sowas nie, weil es keine Waffe ist. Aber Unabhängigkeit ist uns wichtig. So könnte man den Wert einer neuen Richtung beweisen. Reden wir über den Entfernungsmesser. Er ist ein Zielgerät für irgendeine ultimative Waffe bei Helios One, das irgendwann nach dem Krieg verloren ging. Eine Zeit lang gehörte Helios One uns. Haben eine Menge Leute bei der Verteidigung verloren. Nur für diese Waffe, die nie in Gang gebracht wurde. Stellt sich das Ding als Blindgänger raus, zeigt es den Irrweg unserer Ziele. Vater Elijah glaubt, ein Sammler habe es auf dem Strip verkauft. Wir könnten diese Impulswaffe holen. Ja, vielleicht überlegen sie es sich zweimal, die RNK anzugreifen, wenn sie wissen, dass sie da sowas erwarten könnte. Die Aufzeichnungen weisen Richtung Nellis Air Force Base. Er schlägt vor, Aktenschränke und Computer im Quartier des Kommandeurs zu durchsuchen. Und wegen des Entfernungsmessers, ich habe Helios One wieder aktiviert und da hängt keine Waffe dran. Ach, zum Teufel. Naja, wie hätten sie das auch wissen können, hm? Also gut, wir haben noch zwei weitere Optionen. Wir sollten nach dem Vegetationsgerät suchen. Okay. Wie könnte man sie besser überzeugen, als mit einer Kostprobe dessen, was sie bekommen könnten, nicht wahr? Vielleicht sollten wir erstmal schauen, was wir direkt von der RNK erfahren können. Besuchen wir doch mal ihr OSI-Büro in McCarran. Dann mal los. Also, ich dann mag mal ihre Denkweise. Haben wir doch direkt mal ein paar Missionchen wieder am Start, die wir direkt mal erledigen können. Ein paar nette Aufgaben. Was machen wir denn als erstes? Wo geht's denn hier raus eigentlich? Warte mal, hier war das Terminal irgendwo? Wo war denn das scheiß Terminal jetzt? Da. Hier geht's raus. Alter. Weiß ich schon gar nicht mehr, wo es hier raus und rein geht. Ist ja unglaublich. So. Moment, jetzt gucke ich mal kurz in die Aufgaben. Also John, alle Menschen werden Brüder. Mit Veronica zum Ältesten der stehenden Bruderschaft? Ja, das können wir noch nicht machen. Die Experimentdaten aus Vault 22 besorgen. Aber hatten wir nicht noch irgendwas mit der Impulswaffe? Oder war das... Nee, wo waren das jetzt? Ach, das ist Vault 22, alles klar. Haben wir die schon gefunden, die Vault 22 eigentlich? Ich glaube, da waren wir sogar schon drin, ne? Ja, genau. War das nicht die Vault, wo wir dann irgendwie die Luft gesprengt haben oder so? Ja, genau, diese Pflanzen-Vault.
Walter White. Dann betreten wir diese Vault einfach mal. Hey, da sind Blumen gewachsen. Wunderschön. Dann betreten wir mal die Bioshock Vault. So sieht das für mich nämlich aus hier. Ich glaube, weitestgehend hatten wir hier alles weggeschnetzelt, ne? Jetzt müssen wir erstmal gucken, auf welcher Ebene befindet sich denn überhaupt unsere Sauerstoffaufbereitung. Zur Sauerstoffaufbereitung müssen wir. Okay. Und dann noch rüber zur Nahrungsproduktion, alles klar. Das ist der Elevator. Nahrungsproduktion bitte. So. Und dann noch zum allgemeinen Areal, alter Schwede. Und wir hier wieder eine Weltreise machen, hör mal. Ist das jetzt hier runter und dann links? Ist das richtig? Ich ziehe trotz allem Schutz doch nochmal unsere Waffe. Ist mir einfach lieber. Weil ich mir hier jetzt schon gar nicht mehr sicher bin, ob wir hier auch schon wirklich waren. Auf zur Schädlingsbekämpfung. Ist das richtig? Ungezieferbekämpfung oder ist Schädling und Ungeziefer was anderes? Ah, nee, wir sind richtig, okay. Also ich glaube, wir haben hier soweit alles weggerotzt. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, zur Sicherheit holen wir mal die Waffe raus. Okay, wir müssen irgendwie nach da hinten. Wie kommen wir denn? Ah, hier durch, glaube ich, ne? War das, genau. Einmal hier durch. Und dann können wir da hinten um die Ecke rum. Aus der Tür raus und dann links rum. Da drin müssen sich die Dinger irgendwo befinden. Das war ja, glaube ich, sogar da gewesen, als wir hier diese Sprengung gemacht haben, oder? Aktuelle Datenintegrität 31%. Wir sind hier aber richtig, oder? Ein Stückchen vorlaufen hier, da stehen wir doch direkt davor, oder? Jau. Müsste doch richtig sein. So, wieso können wir jetzt das Ding hier nicht? Können hier auch nichts drücken, Labornetzwerk. Können wir mit Veronica reden? Nee. Guck ich nochmal ganz kurz in die Mission. Können wir das vielleicht nicht mehr machen, weil wir das hier schon alles in die Luft gesprengt haben? Kann das vielleicht sein? Ich check gerade mal, ob wir hier noch irgendwas aktivieren können. Weil hier hat man nämlich in diese Schleusen das Gift reingepackt. Das Schädlingsgift. Das weiß ich noch. Aber irgendwie ist an dem Daten, an dem Terminal nichts mehr zu machen. Guck nochmal. Nee. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare vielleicht einen Lösungsvorschlag schreiben, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr die Mission hier selbst schon erledigt habt. Ich weiß, vielleicht ist es auch gar nicht mehr möglich. Vielleicht können wir die Mission gar nicht mehr beenden, weil wir das halt hier in die Luft gejagt haben. Aber eigentlich war das ja nur irgendwelches Gegengift. Keine Ahnung. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Lösungsvorschlag habt. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen hier bei Fallout New Vegas. Weiter geht's wie immer morgen um 8 Uhr, um 20 Uhr. Und naja, wir hören uns ja eh gleich nochmal im Endscreen. Bis dahin. Tschüss. Ja, da stehen wir einmal mehr auf dem Schlauch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kriegen wir die Daten aus der Vault 22 Terminalanlage? Wie gesagt, wir hatten damals das Ding in die Luft gesprengt, aber eigentlich war das nur Schädlingsbekämpfungsgift sozusagen. Keine Ahnung, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt, wie wir das vielleicht lösen können, das Problem. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Fallout New Vegas. Haut rein!